Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Donnerstag, den 15. August, morgens um 9:30 Uhr. So sieht das hier aus. Bedeckt, wir haben 20 Grad, das ist schön angenehm. Ich war gerade schon mit dem Hund und habe mir jetzt die Haare gewaschen. Jetzt werde ich den Frühstückstisch decken. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schaut mal, wer wieder hier drin lebt. Jetzt zeige ich dich. Unser Elvis. Ne? Ja. Ich habe ja schon lange nicht mehr mit euch gequatscht. Die letzten Tage waren sehr, sehr, sehr... war schön, der Urlaub, muss ich wirklich sagen. Man hatte mal nichts damit zu tun, was gibt zu kochen, was wird gekocht, wer kocht. Soweit, da muss ich sagen, da hatte ich jetzt wirklich 9 Tage, hoppala, langsam, junger Mann, 9 Tage Luxus. Oder auch soweit wie Tischdecken, das haben dann die Kinder mal mit übernommen. Natürlich habe ich das auch gemacht, so ist das jetzt nicht, aber ich habe mich da einfach mal ein bisschen bedeckter gehalten. Und das war wirklich Urlaub. Wir haben jeden Tag was Schönes unternommen. Die Kinder waren gut ausgepowert. Natürlich haben sie sich da auch mal gezankt. Wäre sonst langweilig. Aber so im Großen und Ganzen war das wirklich schön. Die Rückfahrt war etwas lang, mit 1,5 Stunden länger Fahrt als sonst. Das bei 32 Grad mit Hund und 2 Kaninchen im Auto. Und ich sage das immer wieder, die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also wir haben ja auch Pausen gemacht und mit Wasser versorgt und so weiter und so fort. Aber dann haben die wirklich super gemacht. Die haben gepennt und bin ich ehrlich, habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, aha, ob das so wirklich sein soll. Aber weil Emma eben sagte, sie fährt nicht ohne ihre Kaninchen. Und da haben wir dann erst überlegt. Und dann sagte der Udo, ja, aber wenn andere, also wenn die Leute hier mit ihren Kaninchen hier zu, wie nennt man das denn, Ausstellungen fahren, dann fahren die ja auch. Weil ich erst mal geguckt habe, ob man das überhaupt machen kann. Und ja, auf jeden Fall haben wir das getestet und von Anfang an, als wenn die nichts anderes kannten, haben die das sehr gut gemacht und die fanden das auch bei Oma toll, im Garten da der Wiese kurz zu mähen. Die hat jetzt mehrere große Stellen, eben so groß wie der Gehege war, wo die die Wiese genagt haben. Aber so ist das nun mal, ne? Ja, also wie gesagt, das war wirklich sehr schön. Wir haben viele schöne Dinge gesehen und auch neue Dinge. Das Wetter war wunderbar, war ein Tag. Ich glaube, Sonntag war Regen und Gewitter. Da waren wir beim Bahnhof gewesen, davon haben wir nichts mitgekriegt. Als wir wiederkamen, sagte ihr Oma, als sie sich so verbarrikadiert hat, weil es denn hier, das hat geschüttet. Und dann war, glaube ich, noch mal einen halben Tag, wo es auch mal geregnet hat. Aber sonst um die, ja, ich sag mal so 26, 30 Grad war nicht da gewesen. Und dementsprechend nach dem Wetter haben wir natürlich auch unsere Ausflüge ausgerichtet, ne? Ja. Zack, hierzu. Ja, und dann kamen wir nach Hause. Ich bin jetzt... Wir haben heute Donnerstag, jetzt, und ich habe wirklich außer Sonntag jeden Tag gewaschen, so viel wie ging. Ich bin jetzt erst fertig mit der Wäsche durch. Also, und da sammelt sich schon wieder logischerweise neue, ne? Aber ich sage jetzt mal die Urlaubswäsche. Also, das ist echt der Wahnsinn. Klar, Handtücher dadurch, dass ja der Lenny dann auch noch schwimmen ging jetzt. Ich glaube, der war jetzt 3 Tage hintereinander, war er mit seinen Kumpels schwimmen. Da kommt ja natürlich auch mal was an. Aber jetzt so langsam habe ich da einen Grund drin. Wir sind Sonntag nach Hause gekommen, Sonntagabend, ich weiß nicht, war das 4:30 oder 5, irgendwie so, also 17 Uhr. Und da habe ich zu Udo gesagt, wir packen eine Koffer aus, haben wir auch alles gemacht, so mehr machen wir nicht. Ja, und dann habe ich ja doch noch
soweit alles gemacht, bis auf Waschen. Ich habe ja sogar Rasen gemäht. Ja, und warum ist Elvis hier und warum ist es so ruhig? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das waren natürlich die schönen Dinge, die wir so erlebt haben. Die nicht so schönen Dinge sind, Hugo lebt nicht mehr bei uns. Also der lebt noch, aber nicht mehr bei uns. Der Vorteil ist, der wohnt eine Straße gegenüber. Oder zwei. Elvis, setz dich mal dahin. Ja, ich weiß nicht, ob ihr seine Lebensgeschichte hier kennt. Ich habe den Elvis, oder wir haben ja den Elvis damals aus einer Familie geholt, wo, also der ist wohl eine Handaufzucht und von daher von Anfang an zahm. Und also die Leute, die den geholt haben, nee, da wo der Elvis geboren wurde, das ist wohl eine Handaufzucht gewesen. Ja, und die Leute da, wo ich den her habe, die kamen mit dem nicht klar, obwohl er ein ganz nettes Kerlchen ist. Dann hatten die noch ein kleines Kind, was dann in dem Alter ist, wo dann geärgert wird. Und dann, ja, wurde der Elvis natürlich auch, ich sag jetzt mal, aggressiver in Sachen ja, Hacken und so. Ne? Und ja, das merkt man auch heute noch, wenn man den so, ne, da geht der direkt auf, weil der wohl immer so von dem Kind geärgert wurde. Und dann haben sie den abgegeben und dann haben wir uns den genommen. Und ja, der lebte dann auch erstmal eine Weile bei uns alleine. Ich bin auch ehrlich, ich weiß gar nicht, wie alt der Elvis ist. Also der müsste schon locker, wir haben mal gerechnet, also 15 müsste der schon sein, 15, 16. Nee, dann hüppel dahin, müsste der schon sein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ja, und dann irgendwann, wie gesagt, wir sind ja immer für artgerechte Haltung und Platz und so weiter und so fort. Und keiner soll alleine sein, haben wir uns dann irgendwann den Hugo geholt. Ich habe dann den Fehler, denke ich mal, den Fehler gemacht. Und wir haben uns ein junges Tier geholt oder ein jüngeres Tier. Und da konnte man halt noch nicht erkennen, es sind Weib, es sind Männchen. Und ja, dann entpuppte sich ja Hugo eben als Männchen und eigentlich ging es von Anfang an mit den beiden nicht. Weil der Elvis, der ist nun mal ja menschenfixiert, ne? Also, ja, das ist nun mal so. Und Hugo, der ist durch Elvis zahmer geworden, ja, aber nie zahm. Also der kam nie so zu einem freiwillig hin. Also er hat sich schon bei dir am Kopf gesetzt, aber du durftest dich ja nicht bewegen. Und ja, auf jeden Fall funktionierte das bei denen so wie beim Ehepaar. Wenn die Frau keine Menstruation hat oder auch nicht in der Zeit ist, ist alles gut. Und kommt sie da rein, dann gibt es schon mal Ärger. Und so war es auch bei den beiden. Ne, gerade wie die Laune war. Ja, dann, also die sind sich nicht bösartig angegangen, Gottes Willen. Aber eben halt Rangeleien und das wollte dann der Elvis nicht. Und ja, und dann hatten wir ja damals versucht, die ja mit in die Foliere zu setzen. Das hat ja nicht funktioniert, weil der Elvis ja nur geschrien hat. Dann kamen die ja in den kleinen Käfig rein, allerdings auch mit Ausflug, also wie ein Freiflug hier. Aber das ist ja eben nicht das, ja, was das eigentlich soll. Und dann hatte ich ja vor ein paar Wochen, das ja mit den beiden in eine Foliere versucht. Hat auch super geklappt, der Elvis hat gar keinen Ton von sich gegeben. Und der Hugo, der hat sich echt am Anfang, sage ich jetzt mal, zusammengerissen, aber das wurde immer schlimmer mit dem Schreien. Ja, und da habe ich zum Udo gesagt, ich sage ganz ehrlich, nicht nur, dass uns das ja auch nervt, der hat auch hier geschrien. Dann sind wir, also wir mussten ja nachts immer abdecken, ne? Sobald morgens der erste Strahl reinkam um 5, da hat der schon losgelegt. Und der hat ja auch keine Pause gefunden, der Hugo. Und ja, so war das eben auch hier in der Foliere. Die Wellensittiche hörst du auch, ja, aber die machen, das hört sich jetzt blöd an, aber einen angenehmen Lärm. Also wenn die jetzt irgendwie mal meckern, das ist, das kann laut sein, ja, wenn da mehrere mitmachen, aber das ist nur ein paar Sekunden und dann ist gut. Aber wie gesagt, Hugo hat sich immer dran gehalten. Ja, und
Und das nervte uns und dann sage ich zum Udo, ich sage, bevor wir jetzt hier in der Nachbarschaft Ärger kriegen, weil das ist dann auch immer zu Zeiten gewesen, wie man mal sagt, du kommst von der Arbeit und willst Feierabend haben, dann hat er geschrien. Also der hat morgens geschrien, keine Ahnung, so seine 2 Stunden wenigstens und abends, ja, wie man immer sagt, wenn du nach Hause kommst und deine Ruhe haben willst. Und ich sag, nee, ich sehe ja, wir haben hier so ein Glück. Ich sag, da möchte ich mir hier nicht verspielen alles. Ja, und dann haben wir dann, weil Udos Kumpel hat ja hier aufgepasst und den sein Vater hat auch eine Foliere, ne? Und ja, dann haben wir dann gefragt, ob er den Hugo nehmen würde, weil der auch einen Nymphensittich hat. Und ja, er sagte, ja, macht er. Ja, und der Kumpel sagt auch mal, sagt er, der schreit sich hier wieder die Seele aus dem Leib, alles. Ja, und dann sind wir dann Sonntag gekommen und dann haben wir erstmal hier alles in Ruhe gemacht, haben uns das nochmal angeguckt und dann sind wir dann hingegangen und ja, haben Hugo dann eingefangen. Ja, und wie sagt man, egal, der hat mich genervt. Also ich habe auch zum Udo gesagt, am liebsten, weißt du, wie man immer sagt, könntest du den sofort abgeben oder, wie man das so im Brass sagt, fliegen lassen würde ich nie tun. Also das wäre wirklich was, würde ich nie tun. Ich hätte ihn auch behalten jetzt oder hätte eine andere Lösung gefunden, wenn der Vater von Udos Kumpel gesagt hätte, nee, den nehme ich nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich den dann gefangen und dann hat der Udo den dann in den Karton gehabt, weil, wie gesagt, ist ja nur 2 Straßen weiter. Sagt er, bist du dir sicher? Ja, ich sage, bringt ja nichts. Er ist ja wahrscheinlich auch irgendwie und irgendwo unglücklich. Deswegen ruft er ja wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, dann ging er dann rüber, dann ist der Udo mit dem dahin, eine Foliare rein. Und da sagte der Vater, ja, hier, wie das so ist, hier warten auch 5 Weiber auf ihn, ne, die keinen Partner haben und vielleicht funktioniert das. Ja, sagt der Udo, der kam raus, wie bei uns, erstmal geschrien und dann sind die anderen erstmal zu dem hin, da war dann kuschtig und hoppala. Ja, auf jeden Fall war er erstmal da drüben und hat gerufen, wie er auch, sagt er, dann war der zwischendurch ruhig, hat sich das angeguckt. Und alles, ne? Ja, und dann der Elvis hier, der fing auf einmal an zu trällern, so wie der gerade getrellert hat, ne? Und der, ich sag mal, der blüht richtig auf. Bis Elvis anfing mit Schreien. Aber der hat nicht nach dem Vogel gerufen, der wollte rein. Der Elvis hat auch mit Hugo zusammen immer an der Ecke gesessen, zu unserem Wintergarten rein. Da hat er immer gesessen. Und jetzt war das dann so extrem, dass der immer, wenn der uns gesehen hat, da war der ruhig. Und wenn nicht, hat er geschrien. Ging mir auch schon auf den Sack, ne? Weil das ist ja nicht so ein Piep, Piep, sondern das geht durch. Das hörst du hier durch die ganze Gasse. Also wenn ich da mit dem Hund gehe, das habe ich immer gehört. Ich sage, Udo. Ja, auf jeden Fall. Und wenn er uns gesehen hat, dann ist der in der Foliere immer mitgeflogen. Ich sag ganz ehrlich, ich sag, der möchte rein, der ist glücklich, wenn der bei uns ist. Klar, er kennt das ja auch nicht anders, ne? Ja, und dann sagt der Udo, komm, da testen wir nochmal. Und gestern sind wir dann hingegangen und haben ihn dann reingeholt. Und von dem, wo der drin war, war der wieder ein ganz anderer Kerl, ist der wieder wie immer. Der ist ruhig, der sitzt hier, der putzt sich, der macht es aus seinem Mittagsschläfchen, der kommt, der liebt den Udo ja abgöttisch. Der war sogar zum Schluss so, also wir konnten in die Foliere rein, der Udo, da kam der immer. Der Udos Kumpel kam rein, sagt er immer, den wirst du ja nicht los. Und wenn ich reinkam oder auch die Kinder, da kam der nie. Und der war zum Schluss, sag ich mal, so verzweifelt, da kam der auch zu uns. Ne? Ja, und jetzt ist der immer bei mir. Sobald der Udo reinkommt, ist der weg. Da bin ich ihn los. Da, ne, da machst du immer mit dem Papa hier die Touren, ne? Genau. Und der ist wieder ein ganz anderer Kerl. Der ist wieder fröhlich und ja. Manche wollen halt dieses große Tumult und Abwechslung und alles, wollen halt nicht, vor allem, wie gesagt,
dadurch, dass Elvis das ja nicht anders kennt. Ich weiß auch, dass dieses Verhalten mit uns nicht richtig ist. Aber was soll ich die letzten Jahre jetzt mit ihm machen? Soll ich ihn jetzt aussperren? Ganz ehrlich, ich war ganz oft traurig. Das war für mich wie so ein, als wenn du einen Hund im Zwinger sperrst. Weiß ich nicht, das war nichts für mich. Ich bin ja sogar jemand, wenn wir die Hummel bei der Mutter abgegeben haben oder dagelassen haben, die Hummel kam immer hinterher gerannt. Und dann ist die eine Zeit lang die Mutter mal hingegangen und hat die Hummel an der Leine gemacht, ist mit ihr vor und mit ihr, damit sie nochmal hier pinkeln kann oder ne? Das, was die Hunde sonst noch so machen, damit die das machen kann, wie die Hummel da stand, wie oft ich geheult habe, dass der Udo sagte, man, der ist schon unnormal. Ich könnte sowas nicht. Also ich mache das jetzt nicht extra, aber ich sehe oder wir sehen, dass der Elvis so glücklicher ist. Dadurch, dass er das so kann. Und ich würde auch nie eine Handaufzucht so machen. Wir haben ja hier nun mal auch Wellensittich-Babys gehabt. Ich habe halt immer alles die Tiere machen lassen. Natürlich, wenn man ehrlich ist, ist ein zahmer Vogel schön. Aber eher so, wenn du den selbst zahm machst. Also wenn du hingehst, damit die Hirse mal lockst oder so. Aber ich würde jetzt nicht hingehen, wie viele leider machen, die Jungen dann rausholen, mit der Hand aufziehen, damit sie dann so sind. Ne? Ja, aber so haben wir den Elvis da rausgeholt und so... Ja, wie sagt man, schenken wir ihm auch die letzten Jahre. Wir wissen, das ist nicht in Ordnung. Aber wir haben ja auch gesehen, er ist halt unglücklich. Er ist auch mit anderen Vogelartgenossen unglücklich. Könnte jetzt mit einem Weib anders aussehen, aber das wollen wir alle gar nicht versuchen. Weil wer weiß, was dann ist. Weil für mich ist sowas auch nicht schön. Ich sage, wenn ich hier spazieren gehe und alles, ich kann auch den Hugo immer besuchen kommen, dann wann ich will. Oder wir. So ist es nicht und ich höre den auch zwischendurch und aber der Vater sagte schon, das ist ganz anders, also der ist wirklich in den paar Tagen schon ganz anders als eben an dem ersten Tag, wo er kam, ne? Und das ist was für mich, wo ich sage, Gott sei Dank funktionierte das so, wir haben für den Hugo jetzt was Schönes gehabt. Elvis ist halt ein Einzelgänger dann scheinbar, ne? Und dann machen wir das halt so. Also ich möchte ihn da jetzt nicht raussperren und jedes Mal merken, jetzt mal unabhängig von dem Krach, den er da macht. Aber ja, ich könnte auch die Hummel nicht im Zwinger stellen. Ich könnte die auch nicht irgendwie aussetzen. Also das sind auch so Sachen, das verstehe ich nicht, wie Menschen sowas machen können. Ja, als der Hugo geschrien hat, habe ich auch gesagt, ich könnte so fliegen lassen. Ich hätte das nie übers Herz gebracht. Nie. Wie gesagt, der Udo hatte den Hugo im Karton und ich stand da und habe geweint. Und dann sagte er, bist du dir sicher? Natürlich ist das nicht schön. Aber wenn ich das jetzt wieder dann höre, dass er komplett aufblüht und ruhiger geworden ist, also das ist für mich dann, wo ich dann denke, du hast dann doch alles richtig gemacht. Ne? Also ja, ihr hättet die Hummel auch mal bei Udos Mama sehen müssen. Als wir am Sonntag mit allem Mann zum Auto gegangen sind und die Hummel war im Garten, haben die Sachen dann ins Auto gebracht und kam wieder, wie die geschrien hat vor Freude. Das war so, da denke ich, mein Gott, wir waren 5 Minuten weg, aber es waren alle weg. Die hat wirklich gedacht, wir lassen die wahrscheinlich da oder so, ne? Ach ja, ich sag ja, mit den Kindern, mit den Tieren, da machst du schon was mit. Aber jetzt scheint halt wohl alles wieder gut zu sein. Der Elvis ist glücklich, wir sind darüber glücklich, Hugo ist glücklich und ja, da hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Ja, Udo ist jetzt gerade Brötchen holen und er kauft dann noch 2-3 Teile ein, die wir so brauchen. Ich war wohl mit dem Hund, habe mir die Haare gewaschen, habe den Trockner schon laufen, die nächste Maschine, Handtücher warten schon. Da muss ich noch eine Decke waschen und dann bin ich erstmal fertig. Da habe ich jetzt erstmal, was haben wir denn heute? Donnerstag. Ich glaube, bis zum Wochenende nichts zu waschen. Hier stehen auch noch 2 Wäscheständer. Einer hier, der andere im Wintergarten mit Zeugs vertrocknet. Und ja, was heute so ansteht, bin ich ehrlich, weiß ich gar nicht. Die letzten Tage waren doch sehr anstrengend. Das Wetter hier ist so, gerade war bedeckt, jetzt kommt die Sonne raus. Es sollen, glaube ich, 26 Grad werden, ich weiß es nicht.
Dann müssen wir noch gucken, ja, wie was ist. Lenny hat ja nächste Woche Geburtstag. Was er da machen möchte. Fußball geht jetzt auch so langsam richtig wieder los. Merkt man daran, weil schon wieder ein Freundschaftsspiel, ja, Freundschaftsspiel ist. Da, wo wir eigentlich Geburtstag feiern wollten. Jetzt fragen wir den Lenny, wie er das machen möchte. Möchte er lieber erstmal nur mit seinen Kumpels irgendwas machen oder mit der Familie oder was weiß ich. Ja, so ist das. Die Kinder werden groß. Ne? Bist du der Meinung? Meiner Meinung. Hm? Das ist so Clown, ne? Ich sag ja. Bist du einer? Ja, ne? Seht ihr? Ja, erzähl mal. Erzähl mal, hm? Genau. Da waren wir nicht da, ne? Mhm. Und du hast es doch geschafft. Ach ja, so ist das. Steffi und ihr Vögelchen. Ja, jetzt werde ich erstmal den Tisch decken und dann werden wir erstmal frühstücken und dann alles ganz gechillt angehen. Machen wir das so? Machen wir so. Ach so, gestern. Da, ich wollte sagen, jemand war da. War meine Schwester wieder da, habe ich mir die Nägel neu gemacht. Zeige ich euch gleich nochmal richtig im Licht. Ganz, dass du da bist, wissen wir. Einfach so, so lila Glitzer. Auch wieder Full Cover, kennt ihr das? Man nimmt sich so, ich bin immer so, meine Schwester, wir lachen uns immer kaputt. Wir schicken uns immer Fotos, wie wir die machen wollen und im Endeffekt sehen die überhaupt nicht so aus. Aber gestern war das so schwül warm hier drin, jetzt ist das ja mal angenehm. So schwül, dass wir einfach nur froh waren, die schnell, in Anführungsstrichen, schnell fertig zu haben, ne? Genau. Haben wir das auch wieder gemacht. Zack. Ja, geh runter. Zack, so ist es. Ja, dann lege ich mal los. Ich glaube, jetzt sei da wieder auf dem neuesten Stand. Wie, wo, was alles so war. Ne? Genau, dann sage ich einfach mal bis später. Jetzt haben wir hier gerade ein bisschen Sonne. Ich hoffe, der fängt das auch ein, ohne das jetzt unscharf zu stellen. Ja, aber so sieht das hier aus. Funkelt und munkelt so richtig schön. Meine Mädels hier. Meine Mädels und Buben. Ja, so sehe ich das auch in etwa, ne? Ja, die Dinos sind drin. Ich finde das Bäumchen immer noch genial. Ach, das muss der Udo noch festmachen. Hier, keine Ahnung, was das für ein Unkraut ist. Er blüht auf jeden Fall schön. Der ist explodiert. Der Rasen muss gemäht werden. Soll ich den mähen? Oder möchtest du den mähen? Ja, mach du erstmal ringsherum. Der Rosenkohl, der wird riesig. Guck mal, die kleinen Köhlchen da. Mal gucken, ob das was wird. Ach, guck mal, meine Ackerwinde oder was weiß ich, wie man das hier nennt, blüht auch wunderschön. Das finde ich toll. Wie ich so alles toll finde. Diese Sonnenblume wird einfach hier so groß, aber passieren tut nichts. Und jetzt zeige ich euch was Wunderschönes. Also jetzt nicht den Udo. Hallo. Den wollt ihr nicht haben. Guckt mal hier. Jetzt das Blöde ist, ich sehe jetzt nicht, ob ich jetzt filme. Die wunderschönen. Weißt du, dass du dann das Kleid dran hast, was du schickst? Ja. Ach ja, genau. Jetzt, ich kann ja mein Display drehen. Wie wunderschön diese Blume hier blüht. Richtig toll. Ich habe echt gedacht am Anfang, die geht kaputt. Na, seht ihr mal. Hier die Tomate muss man rausreißen, da haben die Schnecken sich so weit von verewigt. Ach, Schilder, ja. Boah, ich habe auch wirklich zur Zeit nur einen Kopf zum Haare schneiden und noch nicht mal dafür.
Ich sollte dem Udo eine Schüssel rausbringen. Übrigens ist das der Salat, den wir nochmal eingepflanzt haben, mit der Knolle drunter. Und guckt mal unsere Peperonis, wie groß die werden und vor allem wie groß die Pflanze mittlerweile ist. Ja, hier wachsen auch die Gurken an der Wände. Und das finde ich ja so schön, ne? Ja. Ja, bei unseren Gurkenmonstern geht das doch schnell wieder weg. So, und jetzt muss ich dem Udo eben eine Schüssel holen, damit der die Tomaten ernten kann. Guten Morgen, wir haben heute Freitag, den 16.08. morgens um 9:30 Uhr. Und so sieht das aus, wenn der Udo seinen Teller nicht leer isst. Haben wir schlechtes Wetter. Nee, schlecht nicht. Es ist mal angenehm von den Temperaturen. Guck mal, mein Bäumchen hat sogar hier einen Flock jetzt drin, damit er schön gerade bleibt. Der Udo hat gestern hier noch Rasen gemäht. Ich habe mich ja gestern gar nicht mehr gemeldet. Die sind auch alle wach. Genau. Der Udo hat gestern hier so ein bisschen... Ach, guck mal, wie schön die Blüte aussieht. Die Zucchini-Blüte. Und wir haben noch keine Zucchini gehabt, weil immer eine Schnecke dran ist. Ist das da auch schon wieder eine? Nee, keine Ahnung, was das ist. Boah. Ja, warum ich jetzt mit euch hier gerade nach hier hinten laufe, weiß ich gar nicht. Gerade gar nicht. Auf jeden Fall werden die auch gerade wieder wach. Hier werden Handtücher getrocknet. Ja, hat der Udo hier so ein bisschen ausgedünnt alles und Tomaten nochmal gepflückt und hier die Brombeeren geschnitten. Was das hier so wird, weiß ich auch nicht. Der Udo hatte die, hier, das ist doch dieses Weidenkätzchen, Miezekätzchen, wie auch immer, geschnitten. Und dann kam hier so ein langer Kümmel raus. Na, man weiß es alles nicht, ne? Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall mit dem Hund gehen und dann Brötchen holen. Die Dinos sind auch noch drin. Und ja, der Hund ist nervös. Da werden wir mal marschieren. Jetzt müsst ihr mal gucken, der Elvis sitzt bei mir auf der Schulter. Und jetzt kommt Papa. Ja, ne Udo? Genau, zu dir kommt er immer, ne? Ja, so ein Verräter ist das. So, Dille, ich habe heute Morgen oder vorhin erzählt, der Udo hat gestern schön den Garten gemacht. Ich war ja natürlich nicht ganz faul. Ich habe hier eine Wohnung aufgeräumt und bin im Keller an meinem Basteltisch. Da habe ich einen Auftrag, den ich am Bearbeiten bin. Und ja, wir haben jetzt gefrühstückt. Wir haben jetzt 10:50 Uhr. Und jetzt werde ich hier soweit alles aufgeräumt. Spülmaschine läuft. Trockner läuft. Und jetzt werde ich auch nochmal im Keller gehen. Da werde ich weitermachen. Noch ein paar Dinge vorbereiten. Wir sind morgen am Geburtstag eingeladen. Da muss ich dann noch ein Kärtchen basteln. Oder möchte ich noch ein Kärtchen basteln? Ja, so sieht's aus. Ach, gib mal ihm das Ding her. Womit der Udo mich... Oh, hab ich dich jetzt gekratzt? Es tut mir leid. Womit der Udo mich auch mal ärgert und ich mich jedes Mal schrecke, ist... Didi. Dieser Vogel hier, der steckt irgendwo eine Blume und dann ist der Udo damit hingegangen und ist zum Elvis hin, aber Elvis mochte ihn auch nicht so wirklich. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal den Auftrag bearbeiten und dann, wie die Ente da lurt, und dann schauen wir mal weiter, was noch so ansteht. Guten Morgen, wir haben heute Samstag, den 17. August, morgens um 9:15 Uhr. Ist richtig schön angenehm.
Sonne möchte auch rauskommen. Schauen wir mal, wie der Tag so wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall heute einen schönen Samstag. Ja, so ist das besser. Ich habe euch gerade nämlich schon guten Morgen gewünscht und dann habe ich wieder so gesessen. Aber ich habe jetzt hier das Rollo runtergemacht und ja, kann ganz klar gucken. Man sieht, wie müde ich bin, aber bei dem Wetter, das macht einen ganz, ganz bescheuert. Also ich habe wirklich dieses Problem wie am Montag, Vollmond. Und das ist wieder so ein Supermond oder so, oder wie jeden Monat, keine Ahnung. Aber ich reagiere generell immer drauf, schon ein paar Tage vorher. Und das dauert auch ein paar Tage an, bis das wieder weg ist. Ja, da schlafe ich schon nicht. Dann ist das so warm in der Bude und ja, dann schlafe ich sowieso schlecht und dementsprechend ja, sind die Nächte jetzt nicht wirklich lang. So als wenn man ein Kind hat und alle 2 Stunden aufstehen muss zum Füttern, so ungefähr. So fühle ich mich. Aber es gibt Schlimmeres, ne? Ich musste auf jeden Fall, wie gesagt, nur die Rolle runter machen, weil wenn ich dann jetzt das so gekniffelt hätte, dann würden sich die Kopfschmerzen, die ich ja schon habe, durch dieses schwüle Wetter, weil es ist ja nicht mehr warm oder kalt, sondern das ist ja irgendwie alles in einem, würde sich dadurch dann noch verschlimmern. Ja, die Lichtempfindlichkeit habe ich scheinbar von meinem Papa geerbt, denn das ist also bei mir echt Katastrophe. Wenn ich sehe, wie der Udo durch die Sonne rennt, ne, ohne Sonnenbrille, kaum die Augen kneifen. Und bei mir ist wirklich, es ist bewölkt, da gucke ich schon. Und wenn dann noch ein bisschen die Sonne durchkommt, ist schon wieder empty. Ich bin ja auch jemand, der, wenn es schneit, auch eine Sonnenbrille tragen müsste. Weil mir dann einfach alles zu hell ist, ne? Naja, aber darum geht es ja nicht. Ich muss erst mal morgen gucken, ob ich das Video überhaupt bearbeite und hochlade, weil ich habe euch am Donnerstag einen guten Morgen gewünscht, kurz reingebabbelt und mehr kam nichts. Dann kam Gesabbel gestern auch, guten Morgen, und dann kurz Gequatsche, dann nichts mehr. Und ich glaube, heute wird das auch sein. Ich habe euch guten Morgen gewünscht, sabbel jetzt mit euch und wird auch nicht mehr sein. Ich weiß es nicht, wir schauen einfach mal. Ihr werdet es ja sehen am Sonntag, ob ihr ein Video habt oder nicht. Oder spätestens Montag, gerade wie das hier so läuft. Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Gestern, wie gesagt, habe ich nicht mehr reingequatscht, weil ich meinen Auftrag fertig gearbeitet habe. Der ist jetzt gerade übrigens zur Post. Das habe ich zu Ende gebastelt. Und ja, falls ich auch für dich irgendwas basteln darf, entweder bist du irgendwo eingeladen oder du hast selbst eine Feier und möchtest deinen Besuch mit Goodies oder sonst was überraschen oder Karten, Explosionsboxen, ich bastle ja ganz viel, melde dich sehr gerne und ja, da können wir dann quatschen, was ausmachen, wie auch immer. Haben wir dann auch geklärt, wisst ihr Bescheid. Ja, auf jeden Fall, das habe ich fertig gebastelt und dann gestern Nachmittag, späten Nachmittag, frühen Abend, kannst du sehen, wie du willst, hatte Lenny dann Training, da sind die beiden Männer hin und normalerweise gehe ich ja dann auch, aber ja, wir Mädels haben gestern mal einen schönen Abend verbracht, Nachmittagabend, denn wir waren ein bisschen in der Stadt, die Stadt unsicher machen, haben ein bisschen da mal geguckt und da geshoppt, waren bei Rossmann, waren bei Taco gucken und DM und so weiter alles. Sind wir da mal rumgeschlendert und zum Abschluss sind nur wir beide Hähnchen essen gegangen. Ja, das war richtig schön, richtig lecker. Wir haben natürlich den Männern was mitgebracht, so ist es ja nicht, das mag ich dann auch nicht, ne? Aber das war richtig toll. Ich sag ja, egal ob ich mit dem Lenny allein unterwegs bin und der Udo macht dann was mit dem anderen Kind, was gerade dann nicht mit mir unterwegs ist, oder auch die Emma, die lieben das, die blühen da auf. Und so versuchen wir das auch immer einen kleinen Blick eben. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin oder hängen geblieben oder wie auch immer. Auf jeden Fall versuchen wir das immer so einen Ausgleich zu schaffen, dass sich irgendjemand ein Kind nimmt und dann was unternimmt. Muss ja auch nichts Großes sein, ne? Reicht auch immer, was weiß ich, ein Eis auf der Hand oder einfach nur so durch die Stadt schlendern oder irgendwas machen.
Und eben auch, dass wenn irgendjemand unterwegs ist, das andere dann schnappen, dass wir da was machen. So versuchen wir. Das klappt nicht immer, aber so versuchen wir das. Dass auch die Kinder mal ein bisschen Mama und Papa Zeit haben, ne? Alleine als Einzelkind dann quasi. Ja, auf jeden Fall war das richtig schön gewesen. Die Emma hat das richtig genossen, genau wie ich. Und ja, da haben wir abends dann noch Fernsehen geguckt und dann war der Tag auch schon wieder rum. Ja, ich war jetzt gerade schon mit dem Hund. Der Udo ist, wie gesagt, gerade ein paar Teile einkaufen, verschickt das Paket. Und ja, dann räume ich jetzt hier auf, decke den Frühstückstisch. Muss gesaugt werden. Er muss schon wieder gewaschen werden, aber das gucke ich, ob ich das noch bis morgen, spätestens Montag, schieben kann. Ja, die Kinder sind nicht ganz so gut drauf, weil wir gehen jetzt dem Ferienende entgegen. Die gehen ab nächste Woche Mittwoch wieder zur Schule. Und ja, ne, das ist alles nicht so prickelnd. Aber gut, da müssen sie durch, ne? Also als es hieß, 6 Wochen Ferien, dachte ich, oh Gott. Dadurch, dass die Kinder aber immer irgendwie unterwegs waren oder eben auch hier waren, aber Besuch hatten, das ging wirklich rum. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, würde ich jetzt sagen, ja, wir sind jetzt in Woche 4 oder so. Aber dass das so schnell rumging, das hätte ich nicht gedacht. Da siehst du auch wieder, deine Kinder werden älter, machen viel alleine. Ja, irgendwann bist du komplett abgeschrieben. Na, sollen sie alles machen. Die sollen so viel wie möglich mitnehmen, ne? Man lebt ja nur einmal. Und ja, auf jeden Fall ging das zappenduster. Und jetzt merkst du so langsam, so ist nicht mehr so lang. Ja, genau. Und heute Nachmittag hat Lenny noch ein Spiel. Anschließend gehen wir auf den Geburtstag und dann ist der Tag auch schon wieder um. Ja, da freuen wir uns drauf und schauen wir jetzt erstmal. Ich werde jetzt erstmal die Tiere versorgen, dann hier alles machen und ich hoffe, wir sehen und hören uns später nochmal, weil wenn ich in den Keller gehe, an meinem Basteltisch, verfliegt die Zeit so schnell. Der Udo sagte immer mal, du bist da wie in einem ganz anderen Leben. Ich so, so ist das für mich auch. Das ist für mich einfach relaxen. Ich mache das super gerne. Ich habe da richtig Spaß dran. Meldet euch ruhig, wenn ihr wollt, dass ich weiterhin Spaß habe. Nee, aber das ist für mich wirklich, das ist ein guter Ausgleich. Das macht richtig Spaß. Und vor allen Dingen dann auch eben, ja, die Gesichter zu sehen oder eben, wenn du die Leute nicht siehst, aber eben hörst, dann, oder die Nachrichten liest, wie sie sich darüber gefreut haben. Ich kriege von einigen dann Bilder geschickt von demjenigen, der beschenkt wurde. Und ja, es ist immer richtig schön. Genau, und jetzt höre ich auf mit Sabbeln und werde jetzt hier loslegen. Guten Morgen, wir haben heute Sonntag, den 18. August, morgens um knapp 10:30. Die Sonne möchte rauskommen, das ist richtig schön angenehm. Und ja, wir haben jetzt hier schon aufgeräumt, ich war schon mit dem Hund und jetzt decken wir den Frühstückstisch. Da liegt auch jemand, der Baule ganz flach auf dem Boden. Und dann werden wir jetzt erstmal frühstücken. So, jetzt auch mit Gesicht, obwohl das ja nicht so berauschend aussieht. Ich habe Kopfschmerzen heute, als wenn ich gestern getrunken hätte. Habe ich aber nicht. Dann unruhig gepennt. Und ja, so ist das nun mal, ne? Ja, gestern, wo habe ich denn aufgehört zu quatschen? Das war, glaube ich, genau, ich bin an den Basteltisch gegangen. Da habe ich noch eine Karte gebastelt. Und ja, dann sind Emma und ich zum Platz gefahren. Wir haben etwas mehr als die zweite Halbzeit gesehen. Es war ein schönes Spiel. Wir haben gewonnen.
Das ist dann sowieso super, da haben die Jungs sich drüber gefreut. Ist ja auch alles nicht so selbstverständlich. Und ja, das war ein schöner Tag. Es war die ganze Zeit bedeckt. Außer, ja, wie gesagt, als sie dann irgendwann zum Fußballspiel ging, so, ne, dann fing das an, dann kam die Sonne raus und blieb auch draußen. Und die hat ganz schön gebrezelt. Da habe ich schon gesagt am Platz, oder Emma sagte dann, boah, Mama, da cremen wir uns aber gleich ein, ne? Ich sage, ja. Ja, und dann war das zu Ende, dann sind wir nach Hause, dann hat der Lenny sich kurz frisch gemacht. Ich hatte mir auch noch eine Hose angezogen und dann sind wir dann los zum Geburtstag. Der Geburtstag, der war wirklich sehr schön und ja, es war toll gewesen. Wir hatten noch lange Klamotten mit, falls das dann kühl wird, brauchten wir nicht. Etwa bis, keine Ahnung, etwa schön angenehm. Ja, und wie das dann ist, dann habe ich dann gesagt, irgendwann um, ach, keine Ahnung, wann das war. Ich weiß nicht, ob das kurz vor 12 war. Also kurz vor 0 Uhr, ich sage, machen wir uns so langsam auf, jo. Dann hatte der Udo aber da noch gesprochen. Ja, und ich habe mein Handy in der Hand und der Lenny stand bei mir. Da hat man dann noch kurz gequatscht und er drehte sich so weg. Und ich wollte mein Handy gerade in die Hosentasche packen. Ja, und indem ich da in die Hosentasche packen wollte und er dreht sich weg, kam der an meine Hand. Und dann fällt mein Handy runter. Mir ist noch nie wirklich mein Handy runtergefallen. Also da muss ich wirklich sagen, da passe ich sehr gut drauf auf. Genauso wie auf mein Auto und auf meine Kinder. Ja, da fällt mir das Handy runter und direkt auf so eine Grabumrandung, wollte ich sagen. Wie nennt man das? Beetumrandung. Ne, fällt da drauf und ist kaputt. Ich nahm das hoch, sehe das. Hab direkt Tränen in den Augen. Ich denke, nein. Das, weil ich Weihnachten ein Geschenk... Geht das jetzt gar nicht? So sieht das jetzt aus. Hat natürlich vorher noch meine Schutzhülle umgehabt, ne? Ja, aber so sieht das jetzt aus. Ja, und da ist das Display im Arsch. Ja, hier sieht man das nicht. Das wird was heller. Also, mich kann man anrufen, alles. Ich höre auch, wenn eine Nachricht reinkommt. Aber ich sehe nichts. Boah. Mir geht es heute wirklich deswegen so schlecht, ne? Wo du dir denkst, wären wir doch mal die 5 Minuten eher gegangen, vielleicht wäre das dann nicht passiert. Oder, ja, das ist nun mal, das war auch kein Rempler, so dass man sagt, hey, schubst doch nicht, oder, sondern das war wirklich nur so ein Rumdrehen, der kam da ganz leicht. Das habe ich auch so irgendwie in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Und dann fällt das runter, genau auf die Kante. Und, das war's. Also ich habe wirklich Bauchschmerzen. Udo sagt, da merkt man die richtig an. Ja, nicht nur, dass man auch merkt, wie oft man das Handy in der Hand nimmt oder für Dinge, wo du mal eben was nachgucken willst. Zur Zeit nur das Wetter. Ja, aber eben, dass das ja, kaputt ist. Weihnachten bekommen. Ey, so hat wirklich noch nie ein Handy von mir ausgesehen. Da kannst du wirklich jeden fragen. Ja, und jetzt will der Udo dann morgen erstmal telefonieren, wo man das reparieren lassen kann, das Display. Kostet ja nochmal genauso die Hälfte von dem Handy. Ist ja nicht nur, dass das 3,50 kostet. Natürlich, im Gegensatz zu anderen Handys, ist das billig gewesen. Aber die Summe, das ist für uns halt viel Asche, ne? Ja, und daher sehr traurig, ärgerlich, wie auch immer. Ja. Bin ich sehr traurig drüber. Also war das so nicht so ein toller Abschluss, ne? Ja, und dann sind wir auch hier zu Hause, da haben wir noch ein bisschen zusammengeräumt und dann sind wir ab ins Bett. Ja, heute Morgen hatten wir dann hier schon aufgeräumt, ich wasche meinen Hund und haben jetzt lange am Frühstückstisch gesessen. Wie gesagt, wir haben 20 vor 3 und ich glaube, von einer Dreiviertelstunde haben wir den Frühstückstisch abgedeckt. Aber einfach, weil wir dann noch gequatscht haben, wie was war und so weiter und so fort. Und ja, genau, jetzt ist hier alles fertig. Ich denke mal, wir werden uns gleich noch was raussetzen, gucken, was noch im Garten ist. Ich werde auf jeden Fall hier die Blumen noch gießen. Die werde ich noch ein bisschen düngen. Und ja, dann werde ich mein Lego-Tierchen da weitermachen. Habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt, dass ich den Nymphensittich da angefangen habe, ne? Ja,
das werde ich noch machen und dann schauen wir mal, wenn wir irgendwann heute Abend Mittagessen, nee, Abendbrot essen und ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein oder wird es sein, wie auch immer. Ich zeige euch jetzt nochmal das Vögelchen, was ich mache und dann sehen wir uns gleich wieder. Man spielt nicht mit Essen, oder wie war das? Die Hühnchen haben jetzt lecker Gurke, Apfel, weiches Brötchen, Minze, Oregano bekommen. Und dann sind die jetzt hier am Vermampfeln. Ja, die mögen es, warum auch immer, komische Tierchen, genauso am Boden. Ohne Schale, ohne alles. Hallo, 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 was ist denn hier los? Man muss doch nicht kloppen ums Futter. Das geht doch alles liebevoll. Ne, geht doch alles liebevoll. Wie hier. Was habe ich denn schon hingestellt? Eine Schüssel, ein Teller. Ne, angereicht, aber das haben die alle nicht so gefräten wie hier, wenn du sie so, wie sagt man immer, so einfach und geschmacklos am Boden wirfst. Ja, dann können die noch scharren, wie ihr gerade seht, um sich das Beste daraus zu picken. Und das ist gleich alles weg. Ja, dann lasst euch mal schmecken, genau wie ihr euch. Oh, ich gehe lieber, sonst verhungern die Armen hier noch. Ne? Genau. Wenn man überlegt, dass heute vor einer Woche ich um die Uhrzeit auch Rasen gemäht habe. Wir sind schon wieder eine Woche zu Hause. Ich sage ja, die Zeit, die rast einfach nur. Wenn ich überlege, da die Nachbarn das hier auch gemacht haben, auch noch mal eben zu drüber zu fliegen. Sehen die nicht schön aus. Tolle Farben. Vögelchen quatschen auch noch. Ja, ich denke mal, ich werde das auch noch Flux machen. Der sieht voll trüb aus hier in dem Display, aber ist der überhaupt nicht. Im Gegenteil, der sieht wieder schön aus. Man kann wieder auf den Boden gucken. Robby ist auch fertig. Ja, Flamingi, ich glaube, da muss ich mal so langsam die Luft rauslassen. Der steht ihm in letzter Zeit nur noch im Wege. Ja. Oh, tatsächlich, guck mal. Da kommt doch noch was Neues. Und ich wollte gerade sagen, die ist kaputt. Aber die ist jetzt natürlich in der Woche. Hat es zwar geregnet, wo wir nicht da waren, aber das Ding, das war ausgetrocknet. Ja, guck mal, hier sehen wieder schön aus. Und wie gesagt, von denen bin ich begeistert. Wie ihr jetzt wahrscheinlich in dem Video schon ein paar Mal gesehen habt. Die Tomaten werden auch wieder, haben wir lecker Tomatensalat gerade gehabt. Ja, ich glaube, da ist wieder unser Riesenklee. Das sind doch Teile, so viel Glück immer, kann man doch gar nicht haben. Guck mal, da ist die, sehe ich gerade, die dritte Knospen, wie sagt man? Der dritte Knospendurchgang. Hammerhart. Und vorne am Haus, der wird nichts. Ja, die sind auch wunderschön. Habe ich euch ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Ja, und jetzt werde ich hier mal lang mähen. Ja, das werde ich jetzt mal tun. Die Magnolie blüht auch noch mal. Da, da, da. Ja, die erleben alle noch mal den zweiten Frühling. Mein Schätzchen, was ich immer noch sehr, sehr liebe, kann ich nur empfehlen, ist jetzt genau beim letzten Grashalm leer gegangen. Und mit diesen zwei Monster-Akkus haben wir, glaube ich, auch unser Stück, ich weiß nicht, 10-mal gemäht oder so. Und jetzt, vielleicht sieht der Opel, Entschuldigung,
Vielleicht sieht der ein oder andere das nicht so, aber ich sehe das. Es ist aufgeräumt. Genau. Irgendwann wollte ich zeigen. Hier hängen die Peperonis. Ne, die Gurke, die hängt hier super runter. Und neben den schönen Blumen habe ich gerade beim Mähen gesehen. Das ist ja so eine fette Henne. Die hatten wir ja in Holland aus dem Sale geholt. Und ich sehe jetzt gerade, in der Mitte kommen alles neue Blätter. Ist das nicht schön? Da, über sowas freue ich mich ja, ne? Wenn ich weiß, sogar die Pflanzen mögen das hier. Ja, das sieht jetzt alles. Ich habe ohne Korb gemäht, deswegen sieht das so aus. Das ist richtig schön aus. Ja. So sieht das aus. Und siehe da, tatsächlich, hatte Udo gesagt. Jetzt muss ich erstmal gucken, die pieksen, da habe ich Angst vor den Blättern. Knarr, knir, knurr. Wie zeige ich das denn am besten? Au, 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 die pieksen die Kackteile. Da, unsere erste Zucchini. Ich hoffe, die bleibt. Die anderen haben die Schnecken ja immer schon vernichtet. Ah, der Rosenkohl, der macht sich auch gut. Die Sonnenblume ist noch größer geworden. Aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Die will einfach nur wachsen. Ja, und jetzt, die Magnolie hat doch noch ein paar mehr Blüten. Und jetzt werde ich hier noch ein bisschen den Garten genießen. Meine Blümchen, die finde ich besonders schön hier. Und wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.